Ich würde sagen, wir machen direkt weiter. Und zwar gibt es ja doch einige Menschen auf der Welt, die vielleicht schon mal die Nordlichter sehen wollten und dafür weit und fern reisen. Wir haben heute da die Manuela Breeck, die tatsächlich schon jahrelang Naturfotografin ist und auch Polarlichtjägerin. Und das in Norddeutschland. Manuela, wie geht das? Ja, moin erstmal. Moin aus Lübeck. Und ja, wie geht das? Das werde ich euch kurz vorstellen. Ich fange dann einfach mal an. Also ich würde ganz gerne euch einen kleinen kurzen Vortrag über die Schönheit, Faszination und Jagd der Polarlichter hier in Norddeutschland mit auf die Reise nehmen. Meine Themen dazu: Wie entstehen Polarlichter? Da gibt es die Sonnenerruption, der Sonnenwind, der Magnetismus der Erde, die Bedeutung der Farben. Wie und unter welchen Voraussetzungen kann ich Polarlichter hier in Norddeutschland beobachten und fotografieren? Welche Parameter sind ausschlaggebend? Vorstellung von Polarlichter-Apps, Websites, Lichtverschmutzung auch, wie bei Jan eben auch, Polarlichter fotografisch auf dem Schippern. Und zum Schluss als Bonbon mein persönliches Highlight. Dann starte ich mal mit einem kleinen Video. Hier sehen Sie ein Video von der NASA mit einer spektakulären Ansicht der Sonnenaktivität. Es dokumentiert eine Reihe kleiner Flares. Das sind die Eruptionen, jedoch hier diese beeindruckende X-Flare ist einer der stärksten Flares und der Erde zugewandt. Da sieht man das nochmal richtig deutlich. Richtig schön, zack, zur Erde hin. So. Der CME treibt den Sonnenwind vor sich her. Da sieht man das. Das ist der CME, das ist die Eruption, das ist der Sonnenwind. Und dann gehen wir mal weiter. Beim Auftreffen auf das Erdmagnetfeld entsteht eine Stoßfront. Das Erdmagnetfeld wird hier zusammengedrückt, dann wird es umgeleitet zum Nord- und zum Südpol hier. Das sieht man hier ganz besonders gut. Hier habe ich noch mal ein kleines Video, das die Sachen etwas schöner darstellt. Dieses Plasma zieht die magnetischen Felder immer weiter von der Sonne weg. Die Felder strecken und dehnen sich wie ein Gummiband, bis es nachgibt. Ja. Irgendwann erreicht denn der Sturm das Magnetfeld der Erde. Hier sieht man das. Und die bilden einen Trichter. Das Gas strömt auf die beleuchtete Seite der Erde zu. Die Magnetfelder strecken sich dann wieder zu einem Trichter, verbinden sich dann aber wieder. Und jetzt bricht das Magnetband wieder. Und das geht wieder zurück zu den Polen. Und man kann tatsächlich in der Nacht Polarlicht hier sehen, hier im Norden. Jo, die Bedeutung der Farben. Also ganz oben ab 300 Kilometer sind die Atome Sauerstoffatome. Da sehen wir rotes Polarlicht. Ab 100 bis 300 Kilometer Höhe sehen wir dann grün-gelblich Polarlichter und darunter Stickstoffatome blau-violette. Und manchmal sieht man tatsächlich nur weiße Beamer. Das liegt dann tatsächlich an unseren Augen, die in der Dunkelheit Farben ganz anders wahrnehmen. Doch je stärker das Polarlicht ist, desto besser kann man die Farben auch sehen. Ja, der Himmel brennt. Das war 2014. Ich hatte gerade mein Objektiv gewechselt von einem Weitwinkel auf ein anderes Objektiv und habe leider nur einen kleinen Ausschnitt gehabt. Das war im Zenit. Das war bombastisch, knallerot und der Himmel hat tatsächlich gebrannt. Hier in Bad Schwartau. Genau. Voraussetzungen, um Polarlichter in Norddeutschland zu sehen. Das ist eine CME, erdgerichtet, das ist die Sonneneruption. Keine bzw. wenig Bewölkung, wenig Mond. Also da muss man auch darauf achten, wie die Mondaktivität ist. Keine Lichtverschmutzung, klar. Raus aus der Stadt und aus der Lichtglocke. Und die Jahreszeit natürlich September bis April aufgrund der frühen Dämmerung. Dann ist ausschlaggebend der KP-Index. Das ist eine planetarische Kennziffer.
und stellt dann solare Teilchen dar und magnetische Wirkung dar, ist aber leider, ist nur ein Richtwert für das Erscheinen von Polarlichtern, wird also nicht explizit zur Polarlichtvorhersage herangezogen, dafür eignen sich tatsächlich andere Werte der ACE-Satelliten. Hier kommen wir auf meine erste App, mit der ich gearbeitet habe. Das ist für mich ein Ampelsystem. Das ist einfach. Ja, das ist Ampelsystem. Hier ist alles, was in Rot ist, ist gut. Hier sehen Sie also hier im Speed-Bereich auf der X-Achse sehen Sie den Speed. Das ist die Schnelligkeit des Sonnenwindes. Das ist dann bei 700 Kilometer die Sekunde. Gleichzeitig sehen Sie hier auch in dieser Spitze die Dichte. Die ist auch rot. Das ist auch wunderbar. Und dann auf der Y-Achse, das ist der BZ, im Bereich von minus 30. Das ist ein extrem hoher Indikator für Polarlichtsichtung grundsätzlich schon mal. So, das ist meine aktuelle App. Am 4.11. hatten wir da ein KP von Maximum 9. Das ist die Aurora. Und hier ist jetzt der KP7 angegeben. Hier sieht man nochmal wunderschön, das ist der Speed, also die Schnelligkeit des Sonnenwindes und ist bei 800 max. Hier ist es minus 12, der BZ und könnte noch ein bisschen mehr sein. Die Dichte ist schlecht, also ist im grünen Bereich, also schlecht, müsste also im roten Bereich sein. Und der BT, das ist die Stärke des Magnetfeldes der ACE-Satelliten, die liegt auch wunderbar im roten Bereich. Der BC-Wert lässt sich lesen, wie das Interplanetarier EMF zum Erdmagnetfeld ausgerichtet ist. So, das ist das Erdmagnetfeld der Sonne EMF südlich ausgerichtet, dann geht auch der BZ-Wert im Minusbereich. Das ist nicht auch nicht ganz so weit. Und somit kann der Sonnenwind in das Erdmagnetfeld eindringen und Polarlichter hervorrufen. Immer auf einen Blick, da stelle ich drei Websites vor, und zwar die meteors.de, da hat man alles auf einen Blick, und zwar kann man da auch unter Polarlichter sich dann schlau machen, querlesen. Hier gibt es nochmal eine Polarlichtvorhersage, da sind alle Parameter auf einen Blick. Da tatsächlich, wenn ich zu Hause bin und noch nicht los will, dann gucke ich mir vorher die ganzen Parameter an, gucke hier vorher nochmal rein in diesem Forum, gucke mir die Leute an, wie da die Bewölkung und die Situation in anderen Städten, anderen Ländern ist, da kommunizieren wir dann miteinander. Gleichzeitig können wir hier auf der sat24.com dann auch nochmal die Wolken sehen, wie die Wolken ziehen, und je nachdem, wo die Wolken sind, muss man dann halt woanders hin. Und es gibt auf Telegram hier eine Aurora-Alarm, da kann man sich dann auch nochmal Mitglied werden und einloggen, und dann kriegt man auch einen Alarm aufs Handy nochmal. Jo, was brauche ich, um Polarlichter zu fotografieren? Mein Equipment: Kamera für Langzeitbelichtung, Speicherkarten, Akkus, die aufgeladen sind, lichtstarkes Weitwinkel, Stativ und Adapter. Adapter habe ich damals mal vergessen. Das ist sehr, sehr ärgerlich aufgrund der Tatsache, dass mein Adapter vom Stativ noch an meinem großen Tele war und ich dann einfach nur die Tasche gepackt habe und gesagt habe, okay, ich muss weg. Und dann sitzt man da und kann die Kamera nicht auf das Stativ setzen und es ist alles ein bisschen wackelig. Fernauslöser auf jeden Fall, eine Heizmanschette und eine Powerbank. Eine Heizmanschette und Powerbank aus dem Grunde, weil wenn man Dauerfeuer nachher gibt beim Fotografieren der Polarlichter, habe ich das schon mal gehabt, dass man muss zwischendurch mal gucken. Einfach mal einen Check machen, wie die Bilder sind. Und ich hatte das dann damals zum Glück gemacht und habe dann überlegt, meine Güte, warum sind die so matschig, die Bilder? Und habe dann gesehen, dass vorne die Linse beschlagen ist und demzufolge, wenn es feucht ist oder sehr kalt ist, wo die Linse dann tatsächlich auch mal zufrieren kann, gibt es dann halt diese Heizmanschette und gespeist wird die dann über die Powerbank. Natürlich warme Kleidung, Thermoskanne mit Tee. Und ausreichend Sprit im Tank aufgrund der Tatsache, dass ich ab und zu mal in Norddeutschland reise. So, die Polarlichtjacht bedeutet, dass ich einen guten Standort habe, keine Lichtverschmutzung,
einen klaren Himmel, das wäre echt toll. Und die Orientierung am Polarstern. Hier sieht man den großen Bären. Und wenn ich da den Zipfel nehme, die linke Ecke, und dann hochgehe zum kleinen Bären, zu dem letzten Schweifpunkt, da ist der Polarstern. Und wenn ich den draußen finde, dann habe ich hier so ungefähr die Richtung, wo ich Polarlichter sehen kann. Links, rechts, aber das ist das grobe Feld, wo ich dann erstmal mich drauf einstelle. Meine Kameraeinstellung. Manueller Fokus, Scharfstellen vorab mit Bleiview. Erster Check mit einer Auslösung von 30 Sekunden. Da sehe ich dann, wie stark das Polarlicht zu sehen ist, ob überhaupt was zu sehen ist. Und wenn was zu sehen ist, wie hell das Polarlicht ist. Und dann werde ich das anpassen, indem ich die Belichtungszeit, Blende, ISO und so runterschraube. Und dann gibt es Dauerfeuer mit dem Fernauslöser. Das war mein erstes Polarlicht 2012. Das ist hier der Beamer. Das sind meine ersten Anfänge. Das ist mein großer Schatz, 2015 am Pariner Berg. Da habe ich intuitiv, musste ich los. Ich weiß gar nicht warum. Also Parameter waren noch nicht so wahnsinnig toll und ich musste los. Da war dann die Feuerwehr und wollte da üben. Die hat mich dann gesehen und ist dann von alleine gegangen. Ja, da war ich froh drüber. Dann habe ich mein Gedöns aufgebaut und ja, und habe das beste Polarlicht meines Lebens gesehen. Also ich war mega glücklich. Hier sieht man den grünen homogenen Bogen. Hier sieht man, wie die Beamer tanzen. Also das war ein sehr, sehr schönes Event. Hier habe ich ein Polarlicht über die Nordsee. Da bin ich auf Nordstrand. Da muss ich tatsächlich dann an die Nordseeküste fahren, weil wir hier an der Ostsee Bewölkung hatten. Da sieht man dann auch wunderschön den homogenen Bogen und auch wieder Beamer. Und ja, jetzt zeige ich Ihnen den Tanz der Polarlichter. Mal gucken, wie ob das geht. Also das ist, ich versuche es einfach mal. Ich starte das mal, also das Polarlicht tanzt und wenn man drauf achtet, da sieht man homogene Bögen. Ich mache es nochmal ein bisschen weniger schnell. So, da sieht man dann die Beamer, dann tanzt das hier, dann tanzt das da, dann sieht man den homogenen grünen Bogen. Der wird dann doppelt sogar, wenn man das so sieht, gucken sich das an oder guckt euch das an, das ist einfach, es ist schön. Es ist wunderbar und schön. Ich finde es wunderbar. So. Ja, und dann habe ich noch zum Schluss, wenn ich dann hier mal wieder weiterkomme. Das geht gerade nicht. So. Das ist mein Highlight. Mein Sechser im Lotto. Warum? Also das sieht ja eigentlich nicht spektakulär aus. Es ist natürlich wieder der grüne homogene Bogen da. Es ist ein Beamer da. Es ist ein ganz normales Polarlicht, eventuell sogar noch mit der Spiegelung am Wasser. Doch was ich hier oben sehe, das ist ein Iridium-Flair. Und ein Iridium-Flair ist ein Satellit, der von der Sonne noch angestrahlt wird. Kurzfristig, ganz kurz, ganz schnell blitzt er auf und verschwindet wieder. Und in dem Moment, wo ich dann halt das Polarlicht fotografiert habe, ja, habe ich dann auch das Iridium-Flair mit fotografiert. Für mich ein Sechser im Lotto. Ich danke Ihnen fürs Zuhören oder ich danke euch fürs Zuhören. Bleibt gesund. Ciao. Habt ihr schöne Bilder? wir haben tatsächlich einige Fragen. Ja, gerne. Ich würde gleich mal loslegen. Das geht jetzt tatsächlich. Ich muss einmal kurz losringen. Wichtig, genau. Ja, gerne. Genau, es geht tatsächlich an beide. Ja. Das heißt, Jan, wenn du dich anmuten möchtest, wäre das auch super. Ich würde mal mit den Fragen für dich anfangen. Und zwar die erste Frage ging darum, dass ja auch Satelliten von oben schon Lichtverschmutzung machen. Wurde das schon mal untersucht? Es gibt solche Karten, die von Satelliten aufgenommen werden. Ja, ja. Das ist von Light Pollution Map. Das ist also, wie gesagt, vom Boden aus mit solchen Sensoren. Aber andere Karten, es gibt unterschiedliche Seiten dazu im Web. Die wurden vom Satelliten aus aufgenommen, ja. Okay, und die nächste Frage wäre, wie groß sind die zusätzlichen Probleme durch so Konstellationen wie Starlink und so weiter und so fort? Merkt man das? Also wir haben jetzt dadurch noch nicht wirklich solche Beeinflussungen, aber es gibt halt diese Beobachtung, wenn diese Gruppen von Satelliten freigesetzt werden, dass man dann wirklich so eine Wolke hat,
die sich so langsam auflöst und wenn die ihre Plätze auf der Bahn einnehmen. Ich selbst habe es noch nicht praktisch beobachtet, aber wenn das so weitergeht, wird das voraussehbar zu einem Problem, ja. Okay, sehr spannend. Kann man sich die Messungen denn von euch in der Karte anzeigen lassen, zum Beispiel OpenStreetMap? Kann man das einbinden? Nein, noch nicht. Wir haben jetzt auch so einen Sensor, der ist noch nicht in Betrieb genommen, der muss noch ein passendes Gehäuse bekommen. Aber wir werden so einen Sensor in Betrieb nehmen, der bei uns an der Sternwarte die momentane Helligkeit in dieser Größenordnung dort Mach pro Arcsekunde anzeigt, sodass wir dann von zu Hause aus, dann kann dann auch jeder entscheiden, okay, lohnt es sich hinzufahren oder nicht. Also wir haben, jede Sternwarte hat ja eigentlich irgendwo eine Wetterstation und die haben wir online da kommt dieses Helligkeitssignal demnächst dazu. Okay, das heißt, nächstes Jahr Augen offen halten, ist ja nicht mehr so lange hin. Ich habe einige Fragen, was man denn jetzt dagegen tun kann. Eine Frage wäre zum Beispiel, würde ein Bewegungssensor an der Straßenbeleuchtung Abhilfe schaffen? Reicht das schon aus? Bewegungssensoren, die Lichter ausschalten, sind gewünscht. Die meisten Hauseigentümer haben ja im Gegenteil Sensoren, die ihre Vorgartenbeleuchtung einschalten, um Tiere oder was weiß ich zu verscheuchen. Also wenn man sowas in der Gegend einer Sternwarte hat, dann ist das sehr unangenehm. Aber wenn das weiter weg ist, dann sollte das nicht so stark stören, nein. Okay, und es gibt noch eine Frage, insbesondere für Astrofotos aus städtischen Gebieten. Inwiefern funktionieren so Filter für Natrium- und Quecksilberdampflampen in der Praxis? Funktionieren die wirklich so gut? Also es gibt diese Nebelfilter für Astrofotografie aus der Stadt heraus. Die lassen wirklich nur Wellenlängenbereiche durch, die jetzt zum Beispiel für solche planetarischen Nebel und Galaxien von Interesse sind, also die roten Wasserstofflinien und Sauerstoff-Stickstofflinien, und die blenden das Licht dazwischen aus. Das sind also solche Notchfilter, die Kerben. Und dann ist Natrium zum Beispiel ein Bereich und Quecksilber, der dort ausgeblendet wird, ja. Und das funktioniert auch wirklich gut genug, dass man aus der Stadt raus Astrofotografie machen kann? Das ist dann eine Frage der Investition. Also solche Filter gibt es in verschiedenen Güteklassen. Und die Güteklasse ist hier die Bandbreite, die das durchlässt. Und je schmaler die Bandbreite ist, umso besser kann ich alles andere ausblenden. Aber die Preise für diese Filter, die verdoppeln und verdreifachen sich dann sehr schnell. Wie bei allen guten Technik. Ich würde sagen, die weiteren Fragen machen wir gleich in der Extended Q&A-Session. Manuela, hörst du mich? Ich hätte auch noch ein paar Fragen an dich. Manuela, hörst du mich? Ich hätte noch ein paar Fragen an dich. Gerne. Super. Und zwar, was können wir im Verlauf der anwachsenden Aktivität der Sonne in den nächsten Jahren eigentlich an Polarlichtern erwarten? Also sie wächst jetzt wieder ständig an. Also es gibt mehrere Eruptionen und ich denke mal, das Maximum haben wir wann? Weiß ich jetzt gar nicht. Also 11 Jahre ist das, glaube ich, immer der Zyklus, ne? Genau. Also müsste ich jetzt nachrechnen. Also wir hatten jetzt 2014 irgendwie so, also 2 Jahre, aber es ist 25, 26, 24, aber das ist auch keine Richtlinie irgendwie so. Also die Sonne macht doch, was sie will, und solltet tatsächlich die Sonne beobachten und dann entscheiden und dann raus, zack. Ne? So. Hat denn oder gibt es eine Gefahr, die von der Sonne ausgeht für unsere Satelliten oder die Stromversorgung? Wenn das ein ganz, ganz, ganz heftiger Flare wird und ganz heftige Eruptionen werden, ja, dann könnten da schon Störungen auftreten. Aber diesen Super-GAU, den gibt es eigentlich so, denke ich mal, nicht. Also es würde Störungen geben, ne? EDV-technisch, ne? So dass hier alles zusammenbricht und dass man dann tatsächlich mal wieder einen Kaffee trinkt und nicht am Rechner sitzt und sich unterhält.
Genau. Dann geht nur sowas wie jetzt leider auch nicht, ne? Richtig, genau. Wie oft beobachtest du denn Polarlichter in Deutschland oder wie oft kann man die denn sehen? Ach, das ist unterschiedlich. Das ist ja, wie gesagt, abhängig von der App oder von den Parametern, wie ich das ja schon erklärt hatte. Und wenn es eine Sonneneruption auf der Sonne gegeben hat, dann dauert das ungefähr paar Tage, kommt drauf an, wie schnell der Sonnenwind ist und wie ausgerichtet der BZ ist. Ist es südlich ausgerichtet, dann hänge ich nach 4 Tagen hänge ich da und gucke mir die Parameter an. Ne? So. Und dann gucke ich mir alles an und wenn dann die Parameter steigen, dann bin ich weg. Also denke ich raus, packe meine Sachen und gehe raus. Also das ist sehr, sehr gut zu sehen. Halt, wie gesagt, das hatte ich ja erklärt anhand der Apps. Und wie gesagt, auch wenn man da auf die Websites guckt oder tatsächlich sich bei der NASA die Sonneneruption anguckt, dann kann man vorher schon ein bisschen gucken und planen und dann, ja. Und würde das auch ein bisschen weiter südlich noch gehen in Deutschland oder haben wir da einfach nur verloren? Nö, nein, nein. Also es kommt darauf an, wie stark das Polarlicht ist. Auch im Süden haben wir das schon sehen können. Und wenn der Süden natürlich klaren Himmel hat und es ist ein starkes Polarlicht und wir im Norden Bedeckung hat und Wolken, dann sehen die im Süden Polarlicht und wir im Norden leider nicht. Ja. Eine letzte Frage, bevor wir in die Extended Q&A-Session gehen. Auf den Videos sieht man ja manchmal, dass die Polarlichter relativ schnell tanzen. Sind die wirklich so schnell? Was sind das Zeitrafferaufnahmen? Also das habe ich jetzt schnell gemacht, damit der Vortrag schnell ist. Ich hatte ja nur ein Zeitlimit, ne, von 15 Minuten. Deswegen habe ich gesagt, okay, machen wir mal schnell. Nein, das geht natürlich nicht so schnell. Ne? Also es ist langsamer und aber es ist toll zu sehen. Ne? Und deswegen habe ich auch einmal eingegriffen, um das so ein bisschen zu zeigen, um ein bisschen langsamer zu zeigen. Aber wie gesagt, das so schnell geht es nicht. Nein. Super, dann vielen, vielen lieben Dank an euch beide für die tollen Talks. Wir machen, wie gesagt, gleich noch weiter.